Pinocchio, 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 der macht mich froh. Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. Ja, ich komm schon. Ah, hallo. Hallo. Hallo, Hannes. Hallo. Hallo, Pinocchio. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Heute soll wieder eine Geschichte kommen von mir. Ja, und ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hallo, liebe Kinder. Ja, heute soll Teil 3 kommen von Pinocchio. Hannes, bitte, lass doch mal los. Pinocchio läuft hier schon nicht weg. Und macht nicht so viel Blödsinn. Sonst, wisst ihr was? Sonst setzt ihr euch einfach aufs Sofa. Weil sonst kann ich ja nicht vorlesen, wenn ihr so viel Blödsinn macht. Setzt euch mal schön aufs Sofa. Sehr gut. Ja. Ja, liebe Kinder, und heute soll es weitergehen mit Teil 3 aus Pinocchio. Mal sehen, was Carlo Collodi uns heute noch für schöne Geschichten erzählt, für Abenteuer von Pinocchio. Könnt ihr euch denn noch an seine Fee erinnern mit den dunkelblauen Haaren? Zeige ich euch auch noch mal, damit ihr euch gut daran erinnert, was wir denn schon alles gelesen haben. Zum Beispiel, wie ist denn Pinocchio entstanden? Wisst ihr es noch? Richtig, aus einem Rundholz wurde er geschnitzt. Und dann hat er laufen gelernt. Und er hat gelacht und er hat gesprochen. Was hat er noch gemacht? Er hatte eine Eigenheit. Bin gespannt, ob ihr noch wisst, was das war. Erinnert ihr euch? Ich mache nur so. Genau, beim Lügen wurde seine Nase immer länger und länger und länger. Und wenn er dann die Wahrheit gesagt hat, dann ist die Nase wieder zurückgewachsen. Richtig, ganz genau, habt ihr aber gut aufgepasst. Ja, und dann war er ja beim letzten Teil, war er in einem Puppentheater und dann hat er gelogen und die Leute haben gedacht, wenn die Nase wächst, ist ein Kunststück. War es aber gar nicht, war ja nur gelogen. Aber er hat dafür 5 Taler bekommen und das ist ganz viel Geld gewesen früher. Und mit dem ist er ganz stolz nach Hause zu Meister Geppetto und wollte ihm das Geld bringen. Und da geht jetzt heute die Geschichte weiter. Nämlich, Pinocchio schlug den Weg in Richtung Marktplatz ein, den er gekommen war. Die Sonne stand schon tief am Himmel und Pinocchio beschloss, dass er heute nicht mehr in die Schule zu gehen brauchte. Zum einen hatte er ja gar kein Schulbuch mehr und zum anderen wollte er so schnell wie möglich zu Papa Geppetto. Papa wird staunen, wenn ich ihm so viel Geld mitbringe. Davon können wir Eierkuchen machen, bis wir platzen, dachte Pinocchio vergnügt. Und dann gehe ich eben morgen in die Schule. Und wie Pinocchio so nachdachte und mit seinen Talern in den Händen klimperte, bemerkte er nicht, dass er verfolgt wurde. Hinter ihm schlichen ein Fuchs und eine Katze. Und jedes Mal, wenn Pinocchio einen Taler in die Luft warf und wieder auffing, liefen die beiden Tiere ein wenig schneller. Als Pinocchio stehen blieb, um ein kleines Vögelchen auf einem Häuserdach zu beobachten, blieben auch die Katze und der Fuchs stehen und sie duckten sich in die Häusereingänge. Nach einer Weile verschwanden die beiden Tiere, doch als Pinocchio den Marktplatz erreichte, tauchten sie plötzlich hinter dem Brunnen auf und stellten sich Pinocchio in den Weg. Guten Abend, Pinocchio, säuselte der Fuchs. Pinocchio, wisperte die Katze. Guten Abend, Fuchs, guten Abend, Katze, grüßte Pinocchio leicht erschrocken zurück. Diese beiden Tiere sahen ein wenig zum Fürchten aus. Der Fuchs hatte struppiges Fell und die Katze blinzelte mit ihren grünen Augen, als wäre sie blind. Woher kennt ihr denn meinen Namen? Fragte Pinocchio verwirrt. Jeder hier in der Stadt kennt Pinocchio, den Holzjungen, antwortete der Fuchs. Den Holzjungen?
flüsterte die Katze. »Wieso sprichst du dem Fuchs immer alles nach?«, fragte Pinocchio die Katze. »Weil wir Freunde sind«, erklärte der Fuchs. »Freunde«, zischte die Katze. »Willst du auch unser Freund sein, Pinocchio?«, fragte der Fuchs. »Ich weiß nicht, ich kenne euch doch gar nicht und ich weiß doch gar nichts über euch«, stammelte Pinocchio. »Aber wir kennen dich, wir wissen zum Beispiel, dass du heute vom Feuerfresser 5 Taler bekommen hast«, sagte der Fuchs. 5 Taler, raunte die Katze. »Das stimmt doch gar nicht«, log Pinocchio. Und krock wurde seine Nase ein Stückchen länger. »Na gut, es stimmt. Feuerfresser hat mir 5 Taler gegeben«, gab Pinocchio zu und seine Nase wuchs wieder zurück. »Und wir wissen, dass dein Papa sehr arm ist«, sprach der Fuchs weiter. »Armer Papa«, maunzte die Katze. »Und weil du unser Freund bist, wollen wir dir verraten, wie du aus deinem Geld noch viel mehr Geld machen kannst«, sagte der Fuchs. »Viel mehr«, säuselte die Katze. Aber wie soll das denn gehen?«, fragte Pinocchio verwundert. »Nun, nicht weit von hier gibt es ein Feld, das wird Wunderfeld genannt«, begann der Fuchs. »Wunderfeld«, flüsterte die Katze. »Wenn du in diesem Feld deine Taler vergräbst, so gut gießt und mit einem wenig Salz bestreust, dann schlagen deine Taler Wurzeln«, erklärte der Fuchs. »Das ist aber ein listiger Fuchs. Glaubt ihr, dass sowas funktioniert?« »Ich glaube das nicht.« »Was geschieht mit den Wurzeln?«, fragte Pinocchio. »Nun, über Nacht wächst ein riesiger Baum aus ihnen, an dessen Ästen und Zweigen am nächsten Tag hunderte von Talern hängen«, fuhr der Fuchs fort. »Hunderte von Talern«, murmelte die Katze. Pinocchio klatschte vor Freude in seine Holzhände. »Das heißt also, ich könnte meinen armen Papa zu einem reichen Mann machen.« »Ja, das könntest du«, sagte der Fuchs. Er zwinkerte der Katze zu, die schnell mit den Pfoten über ihr Maul wischte, damit Pinocchio nicht sah, dass sie grinste. »Führt mich zu diesem Wunderfeld. Ich will mich dort sofort hinbegeben und ich will meine Taler vergraben. Und euch beiden gebe ich natürlich etwas von den Talern ab, die ich gewinne«, rief Pinocchio aufgeregt. »Oh nein, wir sind deine Freunde und Freunde, die wollen kein Geld von dir.« »Geld von dir«, zischte die Katze. »Folge uns und wir zeigen dir gern den Weg«, sagte der Fuchs. Und lief los. »Wartet noch«, rief Pinocchio. »Ich will erst meinem Papa Bescheid geben, damit er sich keine Sorgen machen muss.« Der Fuchs drehte sich zu dem kleinen Holzjungen um. »Aber Pinocchio, dann ist es doch gar keine Überraschung mehr.« »Überraschung«, wisperte die Katze. »Stimmt«, Pinocchio überlegte. »Also gut. Komm gleich mit euch, aber dann müssen wir uns beeilen, es wird schon bald dunkel.« »Keine Sorge, mein Freund, wir kennen ein Gasthaus, wo wir uns stärken und etwas ausruhen können«, sagte der Fuchs. Und mit diesen Worten drehte sich der Fuchs wieder um und lief los. Die Katze schlich dicht hinter dem Fuchs und Pinocchio schloss sich den beiden an. Sein Herz klopfte wild in seiner hölzernen Brust. Er dachte an die Freude, die er seinem Papa morgen bereiten würde. Schaut mal, wie das aussieht. Die hier losmarschieren. Könnt ihr das sehen? Vorweg der listige Fuchs. Der hat nur Dummes im Kopf. Und die kleine Katze, die alles nachmacht, was der Fuchs will und sagt. Und hinterher Pinocchio, der noch nicht weiß, was da wohl noch kommen könnte.
freut sich einfach nur auf ganz viel Geld. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass auf einem Baum Geld wächst? Also ich noch nicht. Der Fuchs und die Katze führten Pinocchio hinaus aus der kleinen Hafenstadt, immer tiefer ins Landesinnere hinein. Sie wanderten über Feldwege und Wiesen. Die Sonne ging unter und es wurde langsam dunkel. Pinocchio taten die Füße weh. Er war müde und hungrig. Kein Wunder, Pinocchio hatte seit dem kleinen Frühstück mit Meister Geppetto ja nichts mehr gegessen. Oh weh, Papa wartete sicher mit dem Abendessen auf ihn. Langsam bekam Pinocchio doch ein schlechtes Gewissen. Er hätte seinem Papa doch besser Bescheid gegeben. Er hatte ihm doch versprochen, ein lieber Junge zu sein. Und liebe Jungen sagten ihrem Papa bestimmt immer Bescheid, wenn sie später nach Hause kamen, oder? Wie weit ist es denn noch zu dem Wunderfeld? Fragte Pinocchio. Heute schaffen wir das nicht mehr, sagte der Fuchs. Aber in der nächsten Biegung steht das Gasthaus zum Roten Krebs. Dort können wir etwas essen und eine Pause machen. Und um Mitternacht gehen wir dann weiter zum Wunderfeld. Da säen wir deine Taler ein und morgen früh bist du ein reicher Junge. Reicher Junge, flüsterte die Katze. Na gut, willigte die kleine Holzpuppe ein und folgte den beiden Tieren. Tatsächlich standen sie bald vor dem Gasthaus zum Roten Krebs. Der Fuchs stieß die Tür auf und sie traten ein. In der Gaststube war nicht viel los und so bekamen die drei vom Wirt sofort einen Tisch zugewiesen. »Guten Abend, die Herrschaften, was darf ich Ihnen bringen?« fragte der Wirt. »Nun«, begann der Fuchs, »eigentlich habe ich nur ganz leichten Appetit, aber bringen Sie mir etwas Schinken.« »Sehr wohl«, sagte der Wirt. »Anschließend hätte ich gern von diesen gebratenen Hühnchen, aber bitte nur drei, ich will mir ja nicht den Magen verderben.« »Sehr gern«, sagte der Wirt. »Ach, und bringen Sie mir noch 7 Bratwürste mit etwas Kartoffelbrei«, fiel dem Fuchs ein. »Und zum Nachtisch eine Schüssel Vanillepudding.« Pinocchio staunte nicht schlecht über die riesige Bestellung des Fuchses. Auch die Katze bestellte einen ganzen Topf Fischeintopf, eine große Pfanne Rührei mit Speck, und zum Nachtisch wählte sie ebenfalls Vanillepudding. Pinocchio selbst bestellte einen kleinen Teller Nudeln mit Tomatensauce. Die Holzpuppe war zu müde, viel zu aufgeregt und irgendwie auch zu traurig, um zu viel zu essen. Pinocchio konnte nur noch an das Wunderfeld und an seinen armen Papa Geppetto denken, der sich große Sorgen um ihn machte. So stocherte er ein wenig in seinen Nudeln herum und sah verwundert zu, wie die Katze und der Fuchs sich über ihr Essen hermachten. Beide schmatzten und kauten genüsslich. Als sie ihren Vanillepudding aufgegessen hatten, schleckten sie sich ihre Pfoten und gähnten laut. »Herr Wirt«, rief der Fuchs. »Sie wünschen?«, fragte der Wirt. »Wir möchten uns etwas ausruhen. Hätten Sie vielleicht 2 Zimmer? Eins für mich und die Katze und eins für unseren lieben Freund.« »Lieben Freund«, murmelte die Katze. Der Wirt nickte und führte die drei zu ihren Zimmern. »Gute Nacht, Pinocchio«, wünschte der Fuchs. »Pinocchio«, wünschte die Katze. »Wir wecken dich um Mitternacht«, versprach der Fuchs. »Mitternacht«, flüsterte die Katze. »Gute Nacht, Katze, gute Nacht, Fuchs«, grüßte Pinocchio höflich und ging in sein Zimmer. Er hörte, wie nebenan die Katze und der Fuchs kicherten. »Was wohl so lustig ist«, fragte sich Pinocchio. Und obwohl er am liebsten sofort zum Wunderfeld gelaufen wäre, legte er sich auf das Bett und schlief augenblicklich ein. In dieser Nacht erschien dem kleinen Holzjungen im Traum erneut die wunderschöne Fee.
Ihre Haare glänzten dunkelblau, ihre Augen funkelten wie Sterne, doch ihr Mund lächelte nicht. »Wieso bist du so ernst?« fragte Pinocchio die Fee. »Ach, mein lieber Pinocchio«, seufzte die Fee, »du hast deinem Vater versprochen, zur Schule zu gehen. Stattdessen warst du im Puppentheater.« »Ja, aber ich habe 5 Taler für Papa Geppetto bekommen und außerdem habe ich 2 neue Freunde und die haben mir einen Trick verraten, wie ich noch viel mehr Taler bekommen kann«, verteidigte sich Pinocchio. »O Pinocchio, hör auf dein Herz. Glaubst du wirklich, dass der Fuchs und die Katze deine Freunde sind? Glaubst du wirklich, dass man über Nacht reich werden kann?« fragte die Fee. Ich weiß nicht«, stotterte Pinocchio. »Kehr um zu Papa Geppetto und pass auf dich auf, Pinocchio«, sagte die Fee. Und mit diesen Worten strich die Fee dem kleinen Holzjungen über seine Wangen und verschwand aus seinem Traum. Pinocchio erwachte, weil jemand heftig an seine Tür hämmerte. »Hey, Holzjunge, aufwachen!« hörte er es rufen. Pinocchio fuhr aus dem Bett und war sofort hellwach. »Das Wunderfeld!« Er bemerkte jedoch, dass draußen der Morgen schon dämmerte. Verwirrt öffnete Pinocchio die Tür. Und da standen nicht der Fuchs und die Katze, sondern der Wirt. »Der Fuchs und die Katze sind schon zum Wunderfeld vorgegangen. Ich soll dich wecken und dir den Weg zu ihnen erklären«, meinte der Wirt. »Aber warum haben sie denn nicht auf mich gewartet?« fragte Pinocchio enttäuscht. Der Wirt zuckte mit den Schultern. »Dann muss ich mich beeilen. Bitte, Wirt, erklär mir den Weg zum Wunderfeld«, bat Pinocchio. »Nicht so eilig, Holzjunge. Zuerst musst du die Rechnung übernehmen. Ihr habt nämlich viel gegessen und in 2 Zimmern geschlafen«, meinte der Wirt. »Und das macht einen ganzen Taler.« »Oh«, Pinocchio war verblüfft. Aber dann fiel ihm ein, dass er seinen Freunden ruhig den Gefallen tun könnte, für sie zu bezahlen. Schließlich würde er durch den Fuchs und die Katze reich werden. Also legte er dem Wirt einen Taler hin, ließ sich den Weg zum Wunderfeld erklären und rannte los. Erst ging es ein Stück bergauf, dann durch einen kleinen Pinienwald und danach immer geradeaus. Schon von weitem konnte Pinocchio den Fuchs und die Katze erkennen. Sie saßen an einem Feldrand und winkten ihm zu. »Warum habt ihr denn nicht auf mich gewartet?« keuchte Pinocchio, als er bei den beiden ankam. »Nun, wir wollten dir eine Freude machen und haben bereits ein schönes Loch für deine Taler gegraben«, erklärte der Fuchs. »Deine Taler«, zischte die Katze. »Aber es ist doch zu spät. Wenn ich die Taler jetzt vergrabe, wächst der Baum erst in der nächsten Nacht«, rief Pinocchio. »Keine Sorge, Holzjunge. Wenn wir uns beeilen, klappt es noch. Die Sonne ist ja noch nicht vollends aufgegangen«, sagte der Fuchs. »Nun lege rasch deine Taler in das Loch.« »In das Loch?« wiederholte die Katze. Pinocchio zögerte. Ihm fiel ein, dass er heute Nacht von der Fee mit den dunkelblauen Haaren geträumt hatte, die ihn vor dem Fuchs und der Katze gewarnt hatte. Doch als er zum Himmel blickte und sah, dass dieser schon ganz rot war, warf er schnell seine 4 Taler in das Loch. Sofort machte sich die Katze daran, es wieder zuzubuddeln. Der Fuchs wandte sich an Pinocchio. »So, nun nimm diese Gießkanne hier und hole Wasser aus dem Bach. Der fließt hinter dem Wunderfeld. Und wir haben ein bisschen Salz aus dem Gasthaus mitgebracht und wir streuen es dann darüber.« Ohne nachzudenken, nahm Pinocchio die Gießkanne und lief über das Feld.
Doch am anderen Ende des Feldes war gar kein Bach, nicht mal eine Pfütze. Verwirrt drehte sich Pinocchio um. Der Fuchs und die Katze waren verschwunden. Pinocchio rieb sich die Augen und schaute angestrengt zum Feldrand, aber kein Zweifel, da war niemand mehr. »Fuchs, Katze, wo seid ihr denn? Hier ist kein Bach«, rief Pinocchio. Er lauschte einen Moment, doch es kam keine Antwort. Nichts regte sich am anderen Ende des Wunderfeldes. Pinocchio kam ein furchtbarer Gedanke. Habt ihr den Gedanken auch? Ich auch. Bin mal gespannt. So schnell er konnte, rannte er über das Feld zu der Stelle, wo seine Taler vergraben waren. Als er dort ankam, sah er, dass die Erde, die die Katze über seine Taler geworfen hatte, wieder ausgegraben war. Nein, das durfte nicht wahr sein. Pinocchio stürzte zu Boden und starrte in das Loch hinein. Nichts. In dem Erdloch war gar nichts, außer einem kleinen Regenwurm. Verzweifelt grub Pinocchio immer tiefer mit seinen Händen, doch es war vergebens. Dieser gemeine Fuchs und diese hinterhältige Katze hatten ihn betrogen und beraubt. Seine 4 Taler waren verloren. Und genau in diesem Moment ging die Sonne auf. Ihre Strahlen erreichten das Feld und Pinocchio erkannte, dass es kein Wunderfeld war, sondern ein ganz gewöhnlicher Acker. »Lieber Papa, liebe Fee«, schluchzte Pinocchio, »warum habe ich nicht auf euch gehört?« Weinend erhob sich der kleine Holzjunge und ging langsam davon. Weg, nur einfach weg hier. Pinocchio wollte nur noch weg von diesem Feld. Er wollte zu Papa Geppetto. Er wollte Brot in Milch tunken. Er wollte in die Schule gehen. Er wollte ein lieber Junge sein. Doch Pinocchio hatte keine Ahnung, wie er zurück in die kleine Hafenstadt gelangen sollte. So irrte er über Feldwege und Landstraßen. Irgendwann würde er schon jemanden finden, der ihm den Weg zeigen konnte. Dieser Gedanke gab Pinocchio neuen Mut. Obwohl er Hunger und Durst hatte, ging der Holzjunge so schnell er konnte. Als die Sonne hoch am Himmel stand und Pinocchio schon fast nicht mehr konnte, erblickte er einen kleinen Bauernhof. Bestimmt würde man ihm dort sagen können, wie er seinen Papa wiederfinden konnte. Mit klopfendem Herzen lief Pinocchio auf den Bauernhof zu. Boah, Kinder, das war jetzt heute aber richtig spannend, oder? Da haben die den Pinocchio aber ganz schön reingelegt. Ja, ist halt eine Holzpuppe, ne? Der kennt sich einfach nicht aus im Leben. Wo ist denn eigentlich meine Holzpuppe, Pinocchio? Pinocchio, ach, Hannes und Pinocchio, hallo, da seid ihr ja wieder. Habt ihr schön gespielt oder habt ihr zugehört? Zugehört? Ja, da hast du recht. Pinocchio muss noch ganz, ganz viel lernen. Der ist einfach noch nicht so angekommen hier. Der kennt sich einfach noch nicht so aus. Ist halt eine Holzpuppe, aber eine tolle Holzpuppe. Und er erlebt wunderschöne Abenteuer, finde ich. Findet ihr auch? Findest du auch? Na, Pinocchio weiß nicht so richtig. Hast du eigentlich gelogen? Du hast schon wieder so eine lange Nase. Hat er gelogen? Nein? Okay, dann ist ja gut. Ja, Kinder, wenn ihr die nächste Geschichte hören wollt, dann schaltet doch einfach mal wieder über den Vorlesekalender. Schaut rein, wann die Termine sind. Und wann Teil 4 von Pinocchios Geschichten kommen. Und da freue ich mich, wenn ich euch wiedersehe. Und wenn ich dich wiedersehe. Und wenn ich dich wiedersehe. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.